Hollerö und herzlich willkommen zurück zu, mein Kater springt jetzt vom Tisch runter. Ich meine natürlich zu Let's Play Edna bricht aus. Ach ja. Ja, ich gucke gerade tatsächlich genauso wie Edna. Genauso. Ja. Ja, ich weiß immer noch nicht. Das könnte klappen. Natürlich klappt das. Mich stört halt, dass ich nur mit Hoti und Moti irgendwie interagieren kann, aber nicht mit den hier zum Beispiel. Keine Ahnung. Moment, war da gerade was? Oder war das der Trolli? Nee, ich bin nur Hoti und Moti und den Trolli. Ja, keine Ahnung. Aber ich kann ja da hinten hinkrabbeln. Weiß nicht, hier, Bienenmann, du kriegst gleich wieder Kram aus deinem Ohr. Ich weiß nicht, Kartoffeln gehen an, Professor Nock. Ich hab keine Ahnung. Das könnte... Was? Ich komme jetzt an den Fuß? Ich komme an den Fuß vom Bienenmann, den hatte ich vorhin definitiv nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Was mache ich mit dem Fuß? Der lädt geradezu zu einer brutalen Gewalttat ein. Jo, mit dem Stuhlbein auf den Fuß, let's go. Bevor ich anfange für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Ich hab doch einen Plan. Bevor ich anfange für Unruhe zu... Bevor ich anfange für Unruhe... Oh Mann, okay. Senf? Nicht nötig. Was? Nicht nötig. Da klebt schon genug Senf dran. Eklig? Okay, das verstehe ich noch nicht ganz. Ich meine, ich weiß jetzt, dass ich an den Fuß rankomme. Wenn ich jetzt Professor Nock, der sitzt direkt daneben, wenn ich ihm Brei gebe. Woran sehe ich denn, dass mein Plan toll ist? Damit. Ja, mach. Das könnte klappen. Hinter mir zumachen. Mein Kater draußen Krach macht. Kann ich mit dem Fuß reden? Du wirst gleich die Welt des Schmerzes kennenlernen. Harvey, sag du mal was zum Fuß. Was hältst du von diesem nackten, ungeschützten Fuß, Harvey? Ich denke, der Fuß ist fällig. Keine Gnade. Let's go. Bevor ich anfange für... Ja, ich hab doch einen Plan. Hier, Hoti, Moti, helft mir mal. Hey, psst. Na toll. Ich verkriech mich dann mal wieder. Ist gut, bis dann. Ich hab einen Plan. Ich meine, wie bringe ich Edna dazu, Oh Mann. Ist es besser, wenn er Hähnchen hat? Ich weiß es nicht. Damit. Ich befürchte, ich muss gleich wirklich nochmal in die Komplettlösung gucken, weil das. Da sehe ich. Ich habe einen Plan. Nee, das tut mir leid. Da raste ich gerade zu sehr aus. Also ganz im Ernst, das ist. Das ist für mich jetzt random. Ich habe da überhaupt keine, kein Indiz, was ich machen soll. Also, die Kartoffeln gehen an den Bienenmann. Warum auch immer. Hähnchen bei Professor Nock, das ist schon okay. Adrian kriegt die Klöße. Der Brei zu Hoti und Moti und Mokka-Pudding zu Peter.
Verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, woher man das wissen soll. Das könnte klappen. Ist nicht so, dass ich irgendwie der was übersehen habe. Guckt gerade nicht. Aber ich weiß nicht. Das ist leider das. Nee. Und jetzt soll es klappen? Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Okay, es klappt nicht. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, die Komplettlösung gibt leider nicht alles her. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich die Essenschlacht erst starten, wenn alles klar ist. Mit alles klar meine ich, wenn ich einen Fluchtwagen habe, wenn ich einen Ersatzreifen besorgt habe, wenn ich wenn das Auto fährt, hab die Autotür noch gar nicht geöffnet. Zu. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Das ist kein Autoschlüssel. Warum nicht? Ich weiß, ich muss irgendwie ans Fenster. Harvey, sag mal was. Harvey, fahr den Wagen. Nee, das ist Quatsch. Harvey, fahr den Wagen vor. Nee, nein, hör auf. Lass mal nicht so aus. Komm ich vielleicht einfach mit dem Kleiderbügel dran? Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Hurra! Kann ich jetzt die Autotür öffnen? Und nun? Nice. Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Nee, aber soweit ist ja gut. Das ist gut. Ist hier irgendwie noch was? Ich nerv noch mal kurz den Schlüsselmeister. Erstmal kratze ich mit dem Kleiderbügel an der Limousine rum. Oh! Oh oh. Oha, da habe ich ja richtig Kratzer reingemacht. Eieieiei. Wer war das? Wer war das wohl? Ich habe keine Ahnung. Ich war das nicht. Hi. Schwer einzuschätzen. Soll sie noch nicht einschätzen? Was hast du eigentlich zu ihm, Harvey? Was hältst du von ihm, Harvey? Ich habe keine Angst vor ihm, wenn du das meinst. Das habe ich doch gar nicht gefragt. Habe ich auch nicht. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Okay, soweit so gut. Dann quatschen wir kurz mit dem Alumann, der nicht hier oben ist, sondern unten. Den wollen wir nämlich mitnehmen. Vielleicht ist er langsam fertig mit Essen. Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Und wie? Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzt. Weißt du denn? Ja, das mit dem Haupttor, das bla bla bla. Die muss. Sag mir Bescheid. Ich hab. Ich komm. Okay, dann. Muss ich das Tor öffnen? Schon? Oder stifte ich ein bisschen Chaos jetzt? Das könnte klappen. Bevor ich anfange... Ah, Mann, okay, dann nicht. Dann gehen wir jetzt nach draußen. Da soll ja jetzt der Schlüsselmeister sein. Wie heißt er eigentlich? Hi. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt. Der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja... Ich habe ja schon eine Idee. Da bin ich wieder. Motorschaden. Was unternehme ich wegen des Motorschadens? Ich glaube, es ist die Zündung. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt.
Ich hab da zufällig eine Idee. Ich mach mich dann mal an die Arbeit. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. So, dazu müssen wir aber leider noch mal die Limousine verunstalten. Was nehmen wir denn jetzt? Senf. Wir nehmen mal Senf. Nein, versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Kann ich da mit Dr. Marcells Unterschrift drauf rumkritzeln? Nein, versuch. Oh, schade. Dann hauen wir einfach mit der Gabel da irgendwie. Oh, das ist aber auch ein unangenehmes Geräusch. Oh, wow, 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 wow. Dann holen wir jetzt den Alu-Mann. Der kennt sich nämlich definitiv mit Elektrik aus. Hallo, Alu. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alu-Mann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Okido. Der ist aber fix. Der hat irgendwie, Spuren hinterlassen. Okay. Harvey, was sagst du dazu? Harvey, wo bist du? Scroll, scroll. Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Über fleischfressende Zombie-Ponys. Ach ja. Schade, dass nur ich ihn hören kann. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. Ja. Okay, dann... Gehen wir mal kurz raus. Nanu? Ist der Aluma noch nicht eingetroffen? Das wollte ich auch gerade fragen. Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Was? Warum? Was macht er da? So sieht Meditieren aus. Was machst du da? Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Und hast dann geweint, ich weiß. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Das klingt gut. Ach so. Positive Energie also. Na ja. Das... Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Ich bin zuversichtlich. Hast du einen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich da eine ganze Kelle von... Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Qi aufladen. Was auch immer das heißt. Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht. Nicht. Ich gehe dann schon mal.
Bis später. Ich habe aber tatsächlich im Gegensatz zu Edna eine kleine Idee. Ich meine, der Alumann hat ja alles Mögliche gesagt. 5 Steine. Ich habe die wunderschön angeordnet, nicht wahr? Soll ein Gesicht sein. Das jetzt nicht mehr. Aber, oh, scheiße, wie war denn das? Ich habe mir nämlich doch vorhin... Hui. Oh? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Okay, was, oh, okay. Das ist jetzt neu. Ich hatte eigentlich gedacht, das hätte ein bisschen, hätte mit den, also die 5 Finger, die Abdrücke auf dem Fernseher. Und plötzlich habe ich hier Markierungen. Ja, okay, das... Nee. Woran sehe ich denn, dass die... Woran... Hallo, Mann. Was soll ich machen? Ihn zum Auto? Nee, nicht zum Auto. Du sollst mit ihm sprechen. Ja. Können wir... Bring dich, sie müssen... Na. Nicht. Ich geh... Bis... Toll. Jetzt habe ich da zwar rumgehakt. Hä? Krieg ich denn ein Signal, wenn es richtig ist? Kann ich irgendwas mit der Hake machen? Ich kann die Hake verwenden. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. So, Let me das out. Scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das ist schön. Das scheint... Toll. Nein, du solltest die Hake verwenden, Edna. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das ist super zen. Okay, dann nehme ich nochmal seine... Dann, ich muss nochmal rein. Ich muss nochmal rein und mir angucken. Obwohl, wenn ich schon mal hier bin, ich starte nochmal eine Essensschlacht. Das könnte klappen. Ja, auf geht's. Stirb, du böser Fuß! Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen... Oh. Dann mache ich vorher noch 2 andere Sachen. Ich gehe nochmal hier rein und hole mir von ihm die Info, dass ich einen Wagenheber brauche. Da bin ich wieder. Was unternimmt? Ich bin ganz zuversichtlich, dass du einen Ersatzreifen auftreiben kannst. Ich mache mich... Das... Okay, hier ist der Ersatzreifen. Bitteschön. Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Ja, dafür habe ich Hoti und Muti. Da bin ich. Ich mach... Okay, dann... Nein, Edna! Bin ungeduldig gerade. Machen wir mal mit dem Schraubenschlüssel dagegen. Oh. Dengel. Dengel und Wii U. So, weil... Ach so, genau. Ich wollte noch mal kurz hier rein. Da! Wunderschön, diese Anordnung. Also irgendwie so. So zickzack. Das kriege ich doch irgendwie hin, oder?
Oder? Ja, das kriege ich hin. Das schaffe ich. Das kann ich mir merken. Das ist toll. Zack, auf nach draußen. Auf nach draußen, auf nach draußen, auf nach draußen. Draußen, draußen. Zack, zum Zen-Garten. Zack, 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 zack. Zack, hier angucken. Und dann machen wir... So. Moment, das schieben wir alles ein nach oben. So. Zack. Wow. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Yes! Hey, Alu. Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Wow. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das... Oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeigen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und wieder zurück, ist der Alumann weg. Alles klar. Aber das Garagentor ist noch nicht auf. Das, die Frage, machen wir es jetzt oder später oder gleich? Obwohl, ich habe so eine lustige Idee. Vielleicht klappt das. Dazu muss ich allerdings gleich erstmal meinen... Hier, wo ist meine Schere? Schere. So. Wer ist da? Hallo. Na warte, dich krieg ich. So, dann machen wir wieder hier den Outlast-Trick und verstecken uns im Schrank. Hey, wo bist du hin? Du wirst nie herausfinden, wo ich bin. Dann drücken wir hier den Knopf. Ich kann hier keinen Knopf drücken. Grüner Knopf. Drück, grüner warte. Knopf. Warte. Das tue ich lieber nicht, solange wir noch kein Fluchtauto haben. Wir haben ein Fluchtauto. Nein. Oh, schade. Dann, Marsch, ich nämlich, zu den anderen und lass dich hier nicht wieder blicken. Ich dachte nämlich, den Knopf drücken, dann das Kabel durchtrennen, dass der das, dass er nicht nochmal an dem Knopf drücken kann, dass das Tor für immer offen bleibt. Aber das klappte so nicht. Dann benutzen wir halt die Schere für das Auto hier. Meine Ohren! So, kriegen wir hier jetzt langsam mal die Essensschlacht in Gang? Ich brauche meinen Wagenheber. Das könnte der kommen. Es tut mir leid, Bienenmann, aber... Nimm diese Schere. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Und das verstehe ich gerade nicht. Oh. Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Ich verkriech mich dann mal wieder. Ist gut. Bis dann. So. Darf ich jetzt? Wo ist meine Schere? Die brauche ich nämlich gleich. Vielleicht. Vielleicht. Essensschlacht! Ich hoffe, Huti und Moti sind da heil rausgekommen. Okay, schade. Ich hätte mir ein paar mehr Animationen gewünscht. Kann ich mir das angucken? Ich gehe da lieber nicht mehr rein. Da drin ist jetzt die Hölle los. Schade. Gut, dann hat das aber irgendwie geklappt, weiß der Henker wieso? Ah, Leute, wie geht's euch? Seid ihr bereit? Klar. Hast du den Ersatzreifen besorgt? Selbstverständlich, ja. Nicht ganz das richtige Fabrikat. Aber als Provisorium sollte er ausreichen. Gut. Du kriegst von mir ein Startkabel, dann kannst du die Batterie schon mal laden. Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Oha.
Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Du musst eine Möglichkeit finden, das Haupttor zu öffnen. Zigaretten? Die Zeitung? Kaugummi wäre nicht schlecht. Ich lauf ja schon. Kaugummi, vergiss es. Wir kümmern uns jetzt nur noch um das Haupttor. Und ich habe ja auch schon voll den Plan, nicht wahr? Schon seit etlichen Folgen weiß ich ungefähr, was ich an dieser Stelle zu tun habe. Wer ist da? Keine Ahnung. Warte. Ja. Hier, versteck dich im Schrank. Schnell. Hey! Wo bist du hin? Auf jeden Fall nicht im Schrank. So, und jetzt drücken wir den grünen Knopf hier. Ich sollte noch irgendwas tun, damit der Wächter das Tor nicht gleich wieder schließt. Und dazu haben wir die Schere und zerschneiden das Kabel. Hey, was hast du getan? Nix. Raus hier! Und das Tor ist und bleibt offen. Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben. Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Warum? Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor. Das klingt aber nicht nach einem Auto. Die Garage! Los, fahrt's über den Haufen, haut ab! Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner. Verflucht! Wir sind mit der Limousine abgehauen. Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Stimmt, da ist doch noch was. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Tja, Edna bricht aus. Edna ist ausgebrochen. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey, geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Ein Achievement, Ausbrecherin, habe ich gerade gekriegt. Und ich glaube, das ist ein super Punkt, um diese Folge zu beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sind raus! Ja! Bis zum nächsten Mal, euer Anna und die. Tschüss, Lerö. Freiheit! Unendliche Freiheit!